Weiter geht's mit Hearthstone. Und ihr habt eben abgestimmt in der Pause, was ich spielen soll. Constructed oder Arena. Und ihr habt euch für Arena entschieden. Habe ich nichts dagegen. Ich werde Uther Lightbringer, den Paladin, spielen. Und wie ihr rechts schon seht, spiele ich mal wieder mit Hearth Arena. Vor allem, wenn ich so lange nicht gespielt habe. Ich weiß doch gar nicht mehr, wie der ganze Quatsch geht hier. Ich muss gerade das hier noch ein bisschen größer machen. Damit die drei Felder nebeneinander sind. So. Ja, so. So sieht's auch gut aus. Also, eine Weile nicht Arena gespielt. Mal gucken, wie ich mich schlage. Und die erste Auswahl ist schon mal gar nicht so spannend. Der Junkbot verlässt sich drauf oder ist darauf angewiesen, dass man noch Max im Spiel hat. Ja, nicht gegeben in der Arena. Doomsayer auch sehr speziell. Fellweaver wird von vielen nicht so gemögt. Ich gemöge ihn schon. Und deswegen ist auch die Karte, die ich hier nehmen werde. Gucken, was er empfiehlt. Er empfiehlt auch den Fellweaver. Und guck, schaut mal an. Ja, guck, ich hab's euch immer gesagt. Und auch Hearth Arena gibt ihm einen Score von 80. Sehe ich nämlich auch so. Das ist nämlich eine gute Karte. So sieht's nämlich aus. Was auch eine gute Karte ist, ist Hammer of Wrath. Ogre, Magi ist ganz okay. Guardian of Kings, auch keine schlechte Karte im Late Game. Aber Hammer of Wrath ist da am vielseitigsten einsetzbar mit 4 Mana. Und deswegen nehme ich die ganz gerne mit. Noble Sacrifice. Ja, ist okay. Da ist, jetzt muss ich mal gucken, dass ich nicht langsam rauskomme und schon alles vergessen habe, was ich über Hearthstone weiß. Noble Sacrifice, Avenging Wrath. Nee, Avenge? Ach, dieses andere Secret, wo man halt dann einfach einen anderen Minion stärkt. Das ist nämlich noch lieber als Noble Sacrifice. Ich höre mich an wie der schlimmste Anfänger. Scarlet Crusader ist ziemlich gut. Genauso wie Boulder Fist Ogre auch sehr gut ist. Das ist sehr knapp zwischen den beiden. Nämlich den Boulder Fist Ogre, der einfach fast immer gut ist. So. Fairy Dragon. Tauren Warrior. Und Wisp. Ja, Fairy Dragon, davon die beste Karte. Ein guter Two-Drop. Ich meine Revenge, schreibt gerade jemand. Genau, Revenge meine ich. Ah. Avenging Wrath ist dieses andere, wo er 8 Schadenspunkte zufällig verteilt zwischen den Gegnern. Das ist es. So, ein Forge Rifleman ist so okay. Dark Iron Dwarf ist sehr gut. Und Sengen Shieldmaster ist auch sehr gut. Das ist ganz schön knapp. Beides sehr gute Karten. Der Dark Iron Dwarf mit dem Battlecry noch ein bisschen besser, aber beides sehr gute Karten. Holy Light, oh, ist okay. Darkscale Healer. Ja, so, okay. Solemn Vigil. Ja, ist auch okay. Solemn Vigil. Okay, vielen Dank. Repentance. Auch eher selten gesehen. Gnomish Inventor. Und Stranglethorn Tiger. Da ist der Stranglethorn Tiger am besten. Die Stats sind jetzt nicht so besonders für 5 Mana, aber er ist im Stealth. Deswegen ist eigentlich fast immer gegeben, dass er die nächste Runde überlebt und dann man was mit ihm machen kann. Stranglethorn Tiger. Her damit. Oh, Abusive Sergeant. Guter One-Drop, obwohl es ja eher kein One-Drop ist. Also er kostet ja nur 1 Mana, aber man will ihn eigentlich nicht in der ersten Runde spielen, weil er ja einen Minion braucht, der schon da liegt. Der Frostwolf Grunt. Ja. Geht so. Die Stats sind halt nicht so toll. Manchmal im Late-Game kann er ziemlich praktisch sein, wenn er den Taunt einfach einen starken Minion aufhalten kann. Ansonsten bringt er nicht so viel. Abusive Sarge nimmt man trotzdem mit, weil er ist ein One-Drop. Also ich kann ihn auf der 1 spielen im ersten Turn, aber ich kann ihn auch in einem späteren, vielleicht im Turn Nummer 3 spielen und dann ist er nochmal stärker, aber er ist halt ein bisschen vielseitiger als die anderen Karten und das ist hier der Vorteil. Tinkertown Technician, ähnlich wie vorhin der Junkbot, darauf angewiesen, dass ich einen Mech habe. Silverhand Knight, auf nichts angewiesen, immer eine Top-Karte. Eye for an Eye, keine gute Karte, nicht in der Arena. Silverhand Knight, eine Top-Karte. Nehme ich gerne mit. Und da gibt es eine Epic-Auswahl. Quartermaster. Ja, dafür bräuchte man aber Master. Ich weiß das alles nicht mehr. Ist ja peinlich. Call for Battle. Master for Battle heißt das. So rum heißt das, genau. Ein bisschen nachdenken, dann kommt alles wieder. Das ist natürlich die Kombination, die man mit dem Quartermaster spielen möchte. Der Blood Knight. Ist okay. Und Sword of Justice ist auch eine Karte, die man mit Master for Battle spielen möchte.
Das ist die Kombination eigentlich, die man da machen möchte. Ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen zwischen Blood Knight und Sword of Justice. Sword of Justice ist auch so gut. Das ist also immer eine gute Karte, auch ohne Master for Battle. Der Blood Knight ist auch okay. The Sword of Justice ist noch am besten davon. Kann auch hoffen, dass ich vielleicht noch ein bisschen was danach ziehe, was noch damit Synergien hat. Ogre Magi, Redemption und Flesh Eating Ghoul. Redemption natürlich richtig gut mit Minions, die einen geilen Death Rattle haben, weil er nochmal wiederkommt und den Death Rattle eventuell nochmal ausspielen kann. Ansonsten nicht so spannend. Wie sieht es von der Mana-Kurve aus? Ogre 4 Mana, Flesh Eating Ghoul 3 Mana. Da muss aber mindestens ein anderer Minion sterben, damit das was bringt. Das habe ich jetzt auch noch nicht so gegeben. Spell Damage plus 1. Das ist knapp. Könnte man zwischen dem Flesh Eating Ghoul und dem Ogre Magi hin und her entscheiden können. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Blessing of Wisdom. Kann ganz cool sein, um den Gegner manchmal davon abzuhalten, anzugreifen mit einer bestimmten Karte. Goldshire Footman. Meh. Und der Ancient Brewmaster. Auch hier, das ist wiederum andersrum gut mit Karten, die einen guten Battlecry haben. Weil man den dann halt nochmal einsetzen kann. Blessing of Wisdom ist aber fast immer garantiert mindestens ein Kartenrecycle für einen Mana. Manchmal auch mehr und deswegen nehme ich das ganz gerne mit. Nochmal ein Boulderfist Ogre, den wir vorhin schon hatten, der halt einfach eine super Karte ist. Razor Fan Hunter. Auch ein okayer 3-Drop. Und Hammer of Wrath hatten wir auch schon einmal. Aber auch hier Top-Karte. Vor allem habe ich jetzt den Ogre Magi schon, mit dem der Synergien hat. Aber der Boulderfist Ogre ist eigentlich zu stark, um den nicht zu nehmen. Man braucht ein bisschen im Late-Game was. Aber die sind auch beide sehr gut. Oh, das ist auch mal eine gute Auswahl. Acidic Swamp Ooze, ein Top-2-Drop. Hervorragende Karte. Und wenn sie in Battlecry noch einsetzen kann, also dann. Also von den Stats her einfach eine gute Zweier-Karte. Und wenn man noch eine feindliche Waffe zerstören kann, ist es richtig gut. Consecration, ja, Board Clear. In der Arena immer wichtig. Dreadcore sehr, ein bisschen kombolastig, für mich nicht so. Das ist ganz klar, Consecration brauche ich halt. Würde ich auch noch ein zweites nehmen. So ist es nicht. Wind Fury Harpy, leider nicht so gut. Für 6 Mana. Es reicht meistens nicht. Ein Earthenring Farseer hier ist ziemlich gut. Und vor allem besser als die beiden anderen Wind Fury Karten. Nehme ich gerne den Earthenring Farseer hier mit. Auch für die Mana-Kurve nicht schlecht. Ich brauche noch ein paar 2-Drops. Wir sind durch die Hälfte. Ist Draft schon durch. Habe ich noch keinen. Kommt vielleicht noch. Silvermoon Guardian. Oasis Snapjaw. Ne? Wenn man den kein Taunt geben kann oder so, hat man von den 2-7 nicht so wahnsinnig viel. Und Priestess of Illuun kann nur den Helden heilen, leider. Keine Minions. Wenn die Priestess of Illuun noch Minions heilen könnte, wäre sie wesentlich besser. So, also so mittel. Jetzt ist halt eine Entscheidung zwischen dem Silvermoon Guardian und Oasis Snapjaw. Der Silvermoon Guardian hat ein HP, ein Angriffskraft mehr, was ganz nett ist, und hat ein Divine Shield, was zwischen einem und 10 Millionen Damage abhalten kann. Im Normalfall rechnen wir mal mit einem anderen 3-4-Drop. Der macht 3-4 Schaden. Das war ziemlich knapp, aber manchmal kann das Divine Shield auch nach hinten losgehen. Oasis Snapjaw ist ein bisschen besser, aber es sind alles drei keine tollen Karten. Noch ein Hammer of Wrath. Davon habe ich aber den anderen ja nicht genommen, weil da habe ich irgendwas anderes genommen. Analyse Martin am Start hat es genau erkannt, die Situation. Auf jeden Fall habe ich erst einen Hammer of Wrath, weil ich irgendwas anders genommen habe. Der Voodoo Doctor, ein okayer One-Drop und Noble Sacrifice als Secret ist auch so okay. Aber der Hammer of Wrath, da kann ich auch gerne einen zweiten nehmen. Oh, ein True Silver Champion. Das ist gut. Nochmal der Flesh Eating Ghoul, der okay ist. Seal of Light, was nicht so spannend ist. Und der True Silver Champion, einer der besten Paladin-Karten in der Arena. Zack, zack. Davon würde ich auch noch einen zweiten nehmen. Sofort. Ohne zu überlegen. Und schon wieder eine ähnliche Auswahl wie am Anfang. Was soll denn das? Der Junkbot. Schon wieder. Der Doomsayer. Es war genau die gleiche Kombination. Und diesmal aber ein Molten Giant. Nehme ich halt den Molten Giant. Minus 3 ist auch super. Aber da nehme ich den Molten Giant. Alles nicht so spannend, leider. Das ist zum Beispiel wieder mal besser. Der Demolisher ist manchmal ganz witzig, aber nicht so eine verlässliche Karte. Elder Peacekeeper, sehr gute Karte. Und Crim Patron,
Ja, ist eine Kombo-Karte, die man sonst eher selten ansieht. Man sieht es auch hier, 110 gibt er dem. Normal ist er 94 eine Top-Karte, der Aldo Peacekeeper. Da muss man fast manchmal gar nicht gucken, was man sonst noch hat. Spiteful Smith ist nicht schlecht. Habe aber erst eine Waffe, von daher bringt es noch nicht so viel. Gurubashi Berserker. Okay. Und der sehr gute Dark Iron Dwarf, von dem wir auch schon einen haben. Trotzdem nehme ich auch gerne noch einen zweiten mit. Ich habe jetzt schon ziemlich viele Four-Drops. Ich brauche dringend, ganz, 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 ganz dringend Two-Drops. Und ich hoffe mal, dass ich welche bekomme. So, Lay on Hands. Na, Quartermaster, wieder eine Kombo-Karte, die ich leider nicht habe. Und noch ein Sword of Justice. Jetzt ein Sword of Justice geht noch. Aber dann war es das, weil die anderen sind halt nicht so toll, leider. Es sei denn, ich ziehe halt noch Master, dann kann man sich auch nicht drauf verlassen. Avenge heißt es. Vorhin hat jemand Revenge geschrieben. Ha! Dann war ich halt mit Avenging und so doch gar nicht so verkehrt. Revenge, nicht Avenge. Doch, Avenge, nicht Revenge. Auf jeden Fall Venge. Venge ist wichtig. Und Eye, for an Eye kann man schon mal vergessen. Das muss nicht sein. Avenge ist ein sehr gutes Secret, finde ich. Ich finde, das wird sogar noch ein bisschen unter Wert verkauft hier. Was haben wir da noch? Force Tank Max. So ein geiler Name. Blessing of Might. Lieber wäre mir ein Blessing of Kings und ein Blackwing Technician. Leider habe ich keine Drachen groß, dass mir das viel bringen würde. Ist trotzdem okay für 3 Mana, und wenn ich die Combo kriege mit den Fairy Dragon, habe ich Glück. Ansonsten, ja, es ist trotzdem okay. Okay. Noble Sacrifice. Frost Elemental, den finde ich ganz gut. Ist nichts, worüber man ausflippt, aber ist okay. Und Humility. Wenn den Enemy Attacks sammeln. Ja, das war ja ganz nett. Da kann man doch noch eigene Minions beschützen. Oh, ein Two-Drop, endlich. Ich brauche davon aber noch ein paar mehr. Repentance. Da braucht man gar nicht groß nachdenken. Ich gebe es ja trotzdem mal ein. Aber man nimmt ganz klar den Bloodfang Raptor. Den brauche ich so dringend. Ich brauche Two-Drops. Wind Fury HP. South Sea Dagger. Ich kriege meine blöden Two-Drops nicht. Ich weiß nicht genau, was das soll. Ich klicke das jetzt mal schnell durch. Archmage davon die beste Karte. Ja, man freut sich eigentlich immer über Legendaries, aber die Mana-Kurve sieht ein bisschen mies aus. So, gucken wir mal, was wir wenigstens bekommen haben, bevor ich mich zu sehr ärgere. Sneeze Old Shredder, sehr cool. The Beast, nicht so cool. Und Maligos, ja, Spell Damage, das ist auch ganz gut. Aber 9 Mana ist noch ein bisschen später. Aber mit 9 Mana und dann muss er erst eine Weile liegen und dann nehmen wir lieber Sneeze Old Shredder. Und wieder kein One-Drop. Da werde ich den Ogre Brute wahrscheinlich nehmen, die ich ein bisschen früher was spielen kann. Chillwind Yeti. Blessing of Wisdom haben wir schon drüber gesprochen auch. Chillwind Yeti ist ein Top-4-Drop, also eine sehr gute Karte. Aber ich brauche eher was von der Mana-Kurve, was immer da vorne liegt, hat einen 3-Drop. Deswegen nehme ich den Ogre Brute, die auch eine sehr gute Karte. Das sind beides Top-Karten. Chillwind Yeti wäre normalerweise ein bisschen besser. Ah, immerhin noch ein Two-Drop. Irgendwas, was ich da spielen kann als letztes. Den Ancient Watcher dabei nicht. Den Crazed Alchemist. Und den Little Exorcist. Geile Namen alles. Das ist nicht so spannend. Dann nehmen wir den Crazed Alchemist. Tja. Das habe ich jetzt beisammen. Ich mache eine kurze Pause, werde den Deck-Tracker einstellen und das Bild wieder zurücksetzen, dass dann Hearthstone im Vollbild ist. Und dann geht's gleich weiter mit Arena. Da hat mein Hirn kurz ausgesetzt. Ich weiß nicht warum, hoffentlich kommen die Brain Freezes nicht weiter so. Also natürlich geht's gleich mit Arena weiter. Überraschung. Nachdem ich Arena Draft gemacht habe, geht's mit Arena-Spielen weiter. Wer hätte das gedacht? Spoiler Martin on the run. Also kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Bis gleich.